Der Mensch ist ein Wasserwesen. Seit jeher zieht es ihn an die Ufer der Meere, hin zur verlockenden Weite der Ozeane, deren Küstenlinie und Horizont immer auch ein Versprechen ist. Der endlose Blick lässt auf unbegrenzte Möglichkeiten hoffen. 9000 Kilometer Richtung Süden, mitten im Indischen Ozean, erfüllen sich die Erwartungen. Das Rauschen der Brandung im Ohr, der Geschmack des Salzes auf den Lippen, Sehnsucht im Herzen. Mauritius. Weiße Sandstrände garantieren Badefreuden in kristallklarem Wasser, unter einem Bilderreigen aus warmen Regenbogenfarben. Réunion ist das völlige Gegenteil. Bewaldete Berge, die sich über 3000 Meter in den Himmel recken. Ungezähmte Natur, widerspenstig und verschlossen. Mauritius und Réunion, Geschwister, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Mauritius, sanft und einladend, Réunion, eher schroff. Es will erobert werden. Beide haben ihren ganz eigenen Reiz. Gewaltige Vulkanausbrüche formten vor Jahrmillionen die Inselgruppe der Mascarenen, östlich von Madagaskar, zu denen die beiden Eilande gehören. Noch heute sind die Urkräfte aus dem Innern der Erde sehr präsent auf Réunion. Die raue, aus Lava erstarrte Küste lädt nicht zum Baden. Abenteurer und Entdecker sind hier am richtigen Ort. Kopfüber ins Paradies. Mauritius ist dagegen ein einziges Fest der Urlaubsfreude. Es reicht, sich einfach hineinfallen zu lassen. Grand Bay ist das touristische Zentrum der Nordküste und hat sich dennoch einen pittoresken Charakter bewahrt. Hier spielt sich alles am und auf dem Wasser ab. Das gilt für Einheimische wie für Urlauber, die auf Mauritius bunt gemischt sind. Viele Franzosen kommen, aber auch andere Europäer und Südafrikaner sonnen sich hier gern. Kein Wunder, dass das pralle Leben tobt. Alles ist möglich. Die Wassersportmöglichkeiten sind unbegrenzt. Und wer auch nach dem Sonnenuntergang weiter feiern will, der findet etwas weiter im Landesinneren Bars und Diskotheken, die bis zum frühen Morgen geöffnet haben. Katamarane und Motorboote fahren zu den vorgelagerten Inseln des Nordens. Mit Motorkraft verlässt das Ausflugsboot Calypso den Hafen. Der Skipper schickt die Mannschaft an die Winschen und lässt Segel setzen. Viele der kleinen Inseln vor der Küste stehen unter Naturschutz und dürfen nicht betreten werden. Auf anderen sind nur Übernachtungen verboten. Da ist die Tagestour mit dem Boot nicht nur die beste, sondern auch die einzige Möglichkeit, die nahezu unberührten Strände zu genießen. An Steuerbord zieht die Insel Coin du Mire vorbei. Für das Essen an Bord sorgen das Meer und das Fangglück des Skippers. Ankunft auf der Ilo Gabriel. Klarer kann das Wasser nicht sein, weißer auch nicht der Sand. Welcome to Gabriel Island. Gabriel is one here. At the back here we have flat island, the small one when you see the far away, the shark point. The big one when you see around there, round island, the small one is Snake Island. Auch auf der Ilo Gabriel ist das Übernachten streng verboten. Das schont die Natur und freut die Bootsreiseveranstalter, denn aus der Tagestour wird pauschal ein wohlorganisiertes Event gemacht. Jetzt wird der Urlaubsteint ausgiebig gepflegt. Gibt es sonst doch auf der Insel wenig zu unternehmen. Flanieren und Sandburgen bauen. Einfach nichts tun. Selbst das Erinnerungsbild wird den Urlaubern abgenommen. Dieser Profi-Fotograf sorgt für das perfekte Bikini-Foto. Die beiden Maisjes aus den Niederlanden haben daheim jedenfalls einiges vorzuzeigen. Andere fotografieren dann doch lieber selbst.
Allzu romantisch ist die geradezu karibisch wirkende Kulisse, die so viele Blickwinkel bietet. Das Ende eines langen Tages. Jetzt zeigen sich auch die Gefahren auf See. Sonnenbrand. Der Kapitän hatte Anglerglück. Er lädt zum Barbecue an Bord. Der frisch gefangene Fisch wird gegrillt. Rum fließt in Strömen und wird nur bei den ersten Cocktails verdünnt. Das bunte Völkchen an Bord, Franzosen, Deutsche, Italiener, Festlandafrikaner, man kommt sich mit steigendem Promillepegel näher. Zuckerrohrschnaps war schon immer völkerverbindend, wie hochprozentiges Gebranntes ganz allgemein. Ein letzter Blick in der Abenddämmerung vom Pointe au Canonnier, dem Kap der Kanoniere, von dem aus einst Piraten beschossen wurden, auf die Coin de Mire. Die Sonne verabschiedet sich, die blaue Stunde beginnt. Wer die Wahl hat, hat die Qual. An der Nordküste, wie hier beim Kap Malheureux, ist die Auswahl an Stränden nahezu grenzenlos. Immer wieder bilden die vorgelagerten Inseln Coin de Mire, Ile Gabriel und Ile Platte den Hintergrund für das Badevergnügen. Überlaufen ist es hier trotz vieler Touristen selten. Der Hinduismus ist die meistverbreitete Religion unter den 1,3 Millionen Bewohnern der Insel. Nahezu alle Glaubensrichtungen der Welt leben hier erstaunlich friedlich zusammen. Dieser Hindu-Tempel steht direkt am Meer. Indische Einwanderer, die einst als Gastarbeiter auf den Zuckerrohrplantagen schufteten, hatten ihren farbenfrohen, fantasievollen Götterhimmel mitgebracht. Der Affengott Hanuman wird ebenso verehrt wie der Rachegott Vishnu. Wie zum Beweis des harmonischen Miteinanders steht gleich in der Nähe die Kapelle Notre-Dame Auxiliatrice. Wenn so viele Religionen nebeneinander ihren Göttern huldigen, dann verwischen sich die Grenzen. Katholiken bringen Hindu-Göttern Opfer, Hindus nutzen Kirchen zur inneren Sammlung. Viele Wege führen ins Himmelreich. Trotz der Traumstrände, der Fischfang ist für viele Einheimische wichtigste Lebensgrundlage. Garnelen, Zackenbarsch oder roter Schnapper, vom Netz geht es fangfrisch in die Pfanne. Dankbare Abnehmer für die angelandete Beute warten an der Nordwestküste. An deren Pulverstränden haben sich viele Hotels angesiedelt. Kaum ein großer Name des internationalen Bettengewerbes fehlt hier. Mauritius- und Réunion-Spezialisten wie die heimischen Reisebüros oder das Internet helfen bei der Auswahl der passenden Unterkunft, je nach Anspruch und Budget. Das Hotel Beachcomber Le Victoria dürfte selbst anspruchsvollen vollauf genügen. Der feine Sandstrand ist nur wenige Schritte entfernt und der riesige Pool bietet auch in der Hochsaison von Weihnachten bis Ostern genügend Wasserfläche für die Schwimmer. Jeden Abend verwandelt sich die Poollandschaft in eine prachtvolle Festbühne. Sega gehört zur kreolischen Folklore, ist ausdrucksstark und lebensfroh wie die Insel selbst. Lange galt der temperamentvolle und hocherotische Tanz, bei dem Mann und Frau einander hüftschwingend umwerben, als nahezu ausgestorben. Jetzt wird er aber wieder in vielen Tanzschulen gelehrt und mit Stolz aufgeführt. Ethnologen stellt der Tanz vor große Rätsel. Er lässt sich nirgendwo sonst nachweisen. Nicht auf der 900 Kilometer entfernten größeren Insel Madagaskar. Auch nicht auf dem afrikanischen Festland. Möglicherweise ist er tatsächlich erst auf Mauritius entstanden. Als Kommunikationsmittel zwischen Sklaven unterschiedlicher Herkunft. Also als ein Resultat der kreolischen Mischkultur. Let's go.
Farbenpracht der Sega zur bunten Welt unter Wasser. Mauritius ist von Riffen umgeben und daher ein Magnet für Schnorchler und Taucher gleichermaßen. Das faszinierende Reich des Indischen Ozeans. Eine Muräne lauert mit ihren rasiermesserscharfen Zähnen auf Beute. Der Blaupunkt-Stachelrochen beweist, dass auch Hässlichkeit ästhetisch und würdevoll sein kann. Am Riff aus bunten Weichkorallen sinken die Taucher immer weiter hinab, tiefer und tiefer in eine zunehmend geheimnisvollere Welt. Sehr elegant ist die Wasserschildkröte in ihrem Element unterwegs. Ihre Verwandten an Land sehen dagegen eher unbeholfen aus. Hier unten, wo die Gorgonien wachsen, werden die bunten Farben durch Blautöne abgelöst. Selbst Riffhaie stören den friedlichen Kosmos nicht. Auch der anmutige Adlerrochen zieht ungerührt seine Kreise. Zwar am Wasser gebaut, aber wenig von der Stille der maritimen Welt. Die Hauptstadt Port-Louis. Die Caudon Waterfront ist der ganze Stolz der Insel. Moderne Bürogebäude, edle Boutiquen, schicke Cafés und mondäne Apartments sind der neue Anlaufpunkt der Metropole. Das Vorzeigeprojekt wurde rund um das alte Hafenbecken angelegt. Wer etwas auf sich hält, shoppt und wohnt hier und genießt den unverbaubaren Blick auf den Indischen Ozean. Eine der Attraktionen in dem riesigen Komplex ist das Blue Penny Museum, ganz der blauen Mauritius gewidmet. 1847 erteilte der Postdirektor der britischen Kolonie einem Graveur den Auftrag, Druckplatten für zwei Briefmarken anfertigen zu lassen. Doch der Graveur machte einen Fehler. Er stichelte statt des üblichen Postpaid Post Office neben das Konterfei der Queen. Von den 500 Marken kaufte die Frau des Gouverneurs 300 Stück, um Einladungen für einen Ball zu verschicken. Weltweit existieren noch 12 blaue und 13 orangefarbene Fehldrucke. Hier hängt, neben ihrer kaum weniger wertvollen Schwester, die einzige frei zugängliche blaue Mauritius der Welt. Ein weiteres Thema des Museums ist die Geschichte der Besiedlung von Mauritius, um das sich mehrere Kolonialmächte über Jahrhunderte zankten. Neben zwei Naturhäfen nahe der Seefahrtsrouten der damaligen Zeit barg die Insel wertvolle Ebenholzwälder. Im Jahr 1638 landeten die Holländer auf der Insel. Sie nannten sie zu Ehren des Prinzen Moritz von Nassau Mauritius. Auch die Geschichte der berühmten Liebe von Paul und Virginie wird nacherzählt. Die beiden Kinder wachsen gemeinsam auf, sie als Tochter aus bestem Hause, er als Arbeitersohn. Aus ihrer Freundschaft wird Liebe über alle Standesgrenzen hinweg. Eine Tante schickt Virginie schließlich nach Paris, um sie von den schädlichen Einflüssen fernzuhalten. Doch sie reist aus und schifft sich wieder nach Mauritius ein. Schon in Sichtweite ihrer Heimat geschieht die Katastrophe. Das Schiff Saint-Gérand läuft auf ein Korallenriff. Die Passagiere können nur überleben, wenn sie an Land schwimmen. Doch die tugendhafte Virginie weigert sich, vor anderen ihre Kleider abzulegen. Sie ertrinkt. Daraufhin stirbt auch Paul an gebrochenem Herzen. Als Statuen sind sie nun für immer vereint. Weit weniger romantisch, aber für Mauritius bedeutsamer, die Statue von Sir Sivusagua Rangulam, der als Sohn indischer Zuwanderer die Insel weitgehend friedlich in die Unabhängigkeit führte und nahezu 50 Jahre lang die Politik prägte. Das Postal Museum in Port-Louis ist das zweite Museum zum Thema Briefmarken. Keine andere Stadt der Welt dürfte eine solche Philatelie-Dichte haben. Mauritius war schließlich das vierte Land, das Briefmarken einführte. Das Postal Museum
hat etwas mehr Patina als die Konkurrentin, präsentiert aber anschaulich die Geschichte des Postwesens. Und es zeigt, wie wichtig gerade für eine Kolonie am anderen Ende der Welt ein funktionierendes Nachrichtensystem war. Ob es mit dem Auto heutzutage schneller geht als mit der Kutsche in der guten alten Kolonialzeit? Auch Port-Louis kennt Stauprobleme. Die Statue des Gouverneurs Maillet de la Bourdonnais an der Place d'Armes zeigt sich unbeeindruckt von der Hektik. Der Adlige hatte während der französischen Besatzung viel für Mauritius getan. Zum Dank warfen ihn Neider zu Hause in die Pariser Bastille. Vor dem Government House grüßt Queen Victoria, Königin der nachfolgenden englischen Herren. Sie führte das Wahlrecht ein, wenn auch nur für die Reichen. Der Jardin de la Compagnie ist ein Ruhepol inmitten des Treibens. Hier darf noch einmal Kraft getankt werden für bevorstehende Besichtigungen. Ab ins Getümmel. Die Gassen rund um den Zentralmarkt. Obst und Gemüse, Nüsse, Frittiertes und Teigwaren sorgen für ein unvergleichliches, appetitanregendes Duftgemisch. Das traditionelle Fastfood sorgt für sättigende Schärfe zwischendurch. In den Markthallen wird Fleisch und Fisch frisch angeliefert, ausgenommen und für den Weiterverkauf an Restaurants und den heimischen Kochtopf zubereitet. Zeit für einen Plausch mit den Kollegen bleibt im größten Andrang. Nahe dem Markt haben die Chinesen ihr eigenes Viertel. Sie stellen neben den Indern die größte Gemeinde der Zuwanderer. Ihre Vorfahren kamen seit dem 19. Jahrhundert als Händler. Überraschenderweise sind die meisten von ihnen zum katholischen Glauben übergetreten. Die Jumma-Moschee bietet Gebetsräume für alle, die Allah als ihren Gott anbeten. Zumeist Nachfahren muslimischer Inder, die unter britischer Herrschaft auf die Insel kamen. Der Imam erklärt die muslimischen Gebetszeiten. In the morning, before sunrise, then you are going to have one in, at 1 p.m. In the afternoon, late afternoon, 45 minutes after 6, then half past 8 in the evening. This is for Friday especially, which comes here. So 1, 2, 3, 4, 5 every day. Besucher dürfen einen Blick in den Innenhof werfen. Das Betreten der Gebetsräume selbst bleibt den männlichen Gläubigen vorbehalten. Von der britischen Zitadelle vor Adelaide bietet sich ein weiter Blick über Port-Louis, weit ab von Lärm und schlechter Luft. Der Bau des Forts war keine Abschreckung für Feinde, die über das Meer kamen. Es war vielmehr eine Machtdemonstration gegenüber der Inselbevölkerung. Denn die Insulaner zeigten sich äußerst aufmüpfig. So war den Besitzenden die Sklavenbefreiung ganz und gar nicht recht und musste mit Gewalt durchgesetzt werden. Die Mündung zeigt den Weg. Das Hochland in der Mitte der Insel thront in 800 Metern Höhe. Kein Vergleich mit der Schwesterinsel Réunion, aber immerhin. Vom Dorf Malonga aus wandert der Blick über die grünen, meist sanft geschwungenen Berge. Der markanteste Gipfel ist der Peter Boot. Die Einheimischen sagen, dass eine Katastrophe Mauritius vernichten wird, sobald der Stein auf dem Gipfel herabstürzt. Doch selbst die heftigen Zyklone der letzten 100 Jahre haben dem Glücksstein nichts anhaben können.
In der Nähe des Städtchens Moka liegt das Maison Eureka, das 1830 im kolonialen Stil erbaut wurde und lange Zeit den Mitgliedern des englischen Königshauses vorbehalten war. Heute ist das Maison ein Museum, in dem die Vergangenheit erstaunlich lebendig wirkt. Der letzte Besitzer, der französischstämmige Zuckerunternehmer Fernand Leclésiot, war einer der ersten Europäer, der die Inder nicht als billige Arbeitskräfte, sondern als gleichberechtigte Geschäftsleute ansah. Ein weiser Vorgriff auf das Mauritius von heute. Vom Maison Eureka ist es nur ein kurzer Spaziergang zu malerischen kleinen Wasserfällen. Eine willkommene Erfrischung in der drückenden Hitze. Im Gegensatz zu vielen anderen touristischen Traumzielen in tropischen Breitengraden kennt Mauritius kein Wasserproblem. Ebenfalls nicht weit von Eureka, nahe der Stadt Curepipe, liegt der Trou aux Cerfs. Der Krater der Hirsche ist eines der wenigen Indizien des vulkanischen Ursprungs der Insel. Ein florierendes Wunderwerk, der botanische Garten in Pamplemousse. Vor mehr als 200 Jahren hatte die Ostindien-Kompanie die Idee, Maulbeerbäume anzupflanzen, um Seidenraupen zu züchten. Das ehrgeizige Vorhaben erwies sich als Flop, legte aber den Grundstein für eine großartige Pflanzensammlung. Die Victoria-Seerosen sind eines der meistfotografierten Exponate. Die gewaltigen Blätter erreichen einen Durchmesser von bis zu 2 Metern. Das Château Montplaisir im Zentrum des Botanischen Gartens wird gern für Staatsempfänge genutzt. Wer will das den Politikern verdenken? Die Vegetation präsentiert sich jedoch nicht überall so bunt und vielfältig. Weite Teile der Insel sind mit Zuckerrohr bepflanzt. Eine profitable Monokultur. Deren Ertrag bündelt sich noch immer in gepflegten Händen einiger weniger Großgrundbesitzer. Das hat sich seit der Kolonialzeit kaum verändert. Im Zuckermuseum wird die Geschichte des süßen Rohstoffs erzählt, der die Insel bis heute prägt. 2/3 der Bevölkerung sind Nachfahren all jener Geknechteten und Geschundenen, die auf den Zuckerrohrplantagen arbeiteten. Sklaven aus Indien und Afrika wurden zu Hunderttausenden entführt und nach Mauritius verfrachtet, wo sie unter qualvollen Bedingungen Zuckerrohr schneiden mussten, immer der Willkür der Zuckerbarone ausgesetzt. Der Bedarf war riesig. Allein in Frankreich gab es 80 Fabriken, die auf den Rohstoff warteten. Die Sklaven und später die Gastarbeiter konnten kaum schnell genug für die Kolonialmächte produzieren. Beinahe täglich nahmen Frachtschiffe Kurs auf Europa. Das Zuckerrohr wird zunächst mit riesigen Mühlen ausgepresst. Der so gewonnene Saft gereinigt und immer weiter konzentriert. Schließlich, in sogenannten Evaporatoren eingedampft, kristallisiert der Saft im Vakuum und wird dann transportfähig gemacht. Natürlich hat Zucker auch eine süße, ja erheiternde Seite. Allerdings nur für die fröhlichen Zecher.
Hier produzieren wir Rum aus fermentiertem Zuckerrohrsaft. Es gibt zwei Brennkolben für die doppelte Destillation des vergorenen Zuckerrohrsaftes. Dadurch erhalten wir den Cœur du Chef, einen besonders veredelten Rum. Auf Mauritius werden Unmengen des bis zu 50% starken Getränks produziert. Kein Wunder, wenn der Rohstoff überall auf den Feldern wächst. Im Zuckermuseum kann das hausgemachte Destillat verkostet und im Museumsshop gekauft werden. Die Straße in den Norden ist gesäumt von Flamboyants oder Flammenbäumen, die stets zur Weihnachtszeit rot erglühen. Die Pflanzenwelt der Insel ist besonders sensibel, konnte sie doch lange unbehelligt gedeihen. Der Maheswarnath-Tempel in Triolet dagegen wächst und wächst. Um den Haupttempel entstehen immer neue kleinere Tempel, die verschiedenen Hindu-Gottheiten gewidmet sind. Dieser heilige Stein ist ein Symbol Shivas. So wie in christlichen Kirchen die heilige Dreifaltigkeit verehrt wird, kommen Hinduisten in diesen Tempel und bringen Shiva auf diesem Opferstein, Bananen oder Litschis als Opfergabe dar. Triolet ist eine Hindu-Hochburg. Die meiste Zeit wirkt der Tempel fast verwaist. Mehrmals im Jahr allerdings erwacht er zum Leben. Im Januar laufen Hindus beim Pandyale über glühende Kohlen. Im März wird beim Mahashivatri gefeiert und im August opfern Gläubige Hähne und Ziegen zu Ehren der blutrünstigen Göttin Kali. Das wichtigste Fest ist jedoch das Kavadi, bei dem der Befreiung einer göttlichen Prinzessin aus den Händen eines Dämons gedacht wird. Gleichzeitig dient das Fest aber auch der Läuterung und der Buße für alle auf sich geladene Schuld. Diese Buße ist kein leeres Wort, sondern mit echten Qualen verbunden. Die Hindus durchstechen sich Wangen, Zunge oder sogar die Hüfte. Auf die schmerzhaften Rituale bereiten sie sich lange vor. 10 Tage Fasten, Schlaf nur auf einer Strohmatte, sexuelle Enthaltsamkeit, tägliche Gebete, Verzicht auf Tabak. Dazu tanzen sich die Gläubigen in Trance. Die Prozession beginnt am Meer und endet am Tempel, wo ein Priester die Marterwerkzeuge schließlich entfernt. Ein üppiges Festmahl belohnt die Reuigen für ihre Qualen, sofern das Essen der scharfen Curries schon wieder schmerzfrei möglich ist. Maibo im Südosten ist nach jenem Gouverneur benannt, der die Insel nie als eine Kolonie, sondern als einen gleichberechtigten Teil Frankreichs betrachtete. Der Ort gewinnt keinen Schönheitspreis, hatte den Franzosen in der Vergangenheit aber Glück gebracht. Gewann hier doch Napoleon Bonaparte seine einzige Seeschlacht. An Land war er zweifellos erfolgreicher. Das ist der Vieux Grand Port. Dort drüben auf der anderen Seite der Lagune liegen die Îles Fort, die Îles Wakois und die Île de la Paz. Das sind 3 historische Inseln. Denn hier in der größten Lagune, die es auf Mauritius gibt, hat Napoleon 1810 die britische Flotte besiegt. Heute findet in der Lagune höchstens der Kampf der Freizeitkapitäne um die besten Ankerplätze statt. Die Blue Bay ist bekannt für ihre intakte Unterwasserwelt und steht deswegen unter strengem Naturschutz. Ebenso wie die vorgelagerte Île aux Aigrettes, die selbst den Tagestourismus streng reglementiert.
Die Blue Bay wird gerade am Wochenende zu einem beliebten Bade-, Windsurf- und Picknickziel. Ein kleines Naturwunder, ein Süßwassersee mitten im Meer. Das Trou d'eau douce wird von einem unterirdischen Flusslauf gespeist. Fischerboote schaukeln dicht am Ufer. Die meisten Touristen benutzen das Süßwasserloch jedoch nur als Durchgangsstation, um auf die Île aux Cerfs zu gelangen. Die Insel an der Ostküste ist das Ziel schlechthin für Sonnenanbeter. Vorbei geht es am Le Tours Rock, dem legendären Luxushotel, für das Bernhard Langer einen weltbekannten Golfplatz entworfen hat. Eine halbe Stunde dauert die Überfahrt. Als Taxifahrer betätigen sich auch die örtlichen Fischer. Der Preis ist frei verhandelbar. Wer Palmenwedel-Idylle sucht, wird eher enttäuscht. Die typische Ufervegetation besteht aus Phyllaos, die erst im 18. Jahrhundert aus Australien und Malaysia eingeführt wurden und sich explosionsartig verbreiteten. Sie sehen aus wie Nadelbäume, haben aber lange, schachtelhalmartige Blätter. Kokospalmen wurden ebenfalls von gutmeinenden Siedlern eingeführt, konnten sich aber nur bedingt durchsetzen. Die vielen Wirbelstürme machen ihnen immer wieder den Gar aus. Alles kann, nichts muss. Feinster Sandstrand und kristallklares Wasser sind die Farbtupfer auf der Inselpalette, aus denen sich der Urlauber jeden langen Tag ein ganz individuelles Bild malen kann. Das allseits beliebte Bananaboot ist nur eine von vielen Optionen. Wer Fun und Action sucht, kann Windsurfen, Parasailen oder sich auf Wasserski über die sanften Wellen ziehen lassen. Ganz anders sieht es bei Flic-en-Flac aus. Auch dieser Strand ist ein beliebtes Ausflugsziel, aber meist für Einheimische. Die suchen, im Gegensatz zu den Europäern, eher den Schatten als die Sonne und funktionieren den Phyllao-Wald in ein Zeltlager um. Schon die Strandimpressionen zeigen die ungewöhnlich heterogene Struktur der Bevölkerung. Die Insel ist ein echter Schmelztiegel mit europäischen, asiatischen und afrikanischen Zutaten. Experten prophezeiten zur Unabhängigkeit bürgerkriegsähnliche Zustände zwischen den Ethnien, vor allem zwischen den Religionsgruppen. Örtliche Spannungen hatte es seitdem zwar immer mal wieder gegeben, insgesamt funktioniert das Nebeneinander aber reibungslos. Mauritius strafte die Schwarze ja Lügen. Das Leben ist nicht nur Strandurlaub. In Tamarin wird Meersalz durch Verdunstung gewonnen. In großen Becken gibt der Ozean unter heißer Sonne langsam seinen Schatz her. Die Lagune, durch Berghänge weitgehend vom Regen geschützt, hat einen Salzgehalt von bis zu 35%. Der Abbau des Salzes ist übrigens reine Frauenarbeit. Für Männer wäre die Arbeit zu hart, wie die Mauritier sagen. Jeder Topf wiegt 10 Kilo. Die starke Madame balanciert also 30 Kilo ins Vorratslager. Das macht sie den ganzen Tag über. Kein Wunder, dass sich da die Herren der Schöpfung lieber in den Schatten drücken. Kurz hinter Tamarin zeigt auch das Hinterland, dass es einen Abstecher wert ist. In den Rampart Mountains lockt der Kerseela Nature und Leisure Park. Vor dem Drahtseilakt dem Guide genau zuhören.
Wenn du auf den Holzboden läufst, dann musst du die Füße hintereinander setzen, nicht nebeneinander. Immerhin sind die Freiluftakrobaten durch ein Stahlseil gesichert, was aber bei der aufregenden Überquerung den Adrenalinschub nur wenig lindert. Beim Ziplining über eine 50 Meter tiefe Schlucht muss der Kandidat einem Seil vertrauen, das kurz vor dem Sprung in die Tiefe erstaunlich dünn wirkt. Der macht es sicher nicht zum ersten Mal. Deutlich entspannter, der Kasela Park bietet sogar eine Segway-Safari durch seinen begehbaren Zoo an. Als Spaziergänger im dritten Jahrtausend auf dem Weg zu urzeitlichen Kreaturen. Unser Park ist einer der größten und auch einer der ältesten Parks hier auf Mauritius. Er wurde schon 1925 gegründet. Der Ranger erklärt die Tierwelt, die in einem Tal mit üppiger Vegetation angesiedelt wurde. Kein Zoo, sondern freilaufende Tiere. Begegnungen, die zumindest der mit der Natur nicht so vertraute Besucher so schnell nicht vergisst. Einer der Höhepunkte, der Gang ins Löwengehege. Gleich 8 Ranger müssen zur Sicherheit dabei sein. 5 behalten die 5 Löwen im Auge, 3 sichern die Touristen ab. Im Notfall stehen aber nur Holzstöcke zur Verteidigung bereit. Die Aktion setzt schon viel Vertrauen voraus. Löwen streicheln. Wohl nirgendwo sonst auf der Welt lässt sich die ungeheure Präsenz dieser Tiere so hautnah erleben. Auch der strenge Geruch einer Raubkatze. Riesenschildkröten waren einst im Paradies Mauritius heimisch. Dann entdeckten Seefahrer die Insel und nahmen die fußlahmen und wehrlosen Riesen als lebende Fleischvorräte mit auf ihre monatelangen Reisen. In der Vanille-Reserve wurden die urzeitlichen Tiere, die bis zu 200 Jahre alt werden können, wieder angesiedelt. Andere Arten hatten weniger Glück. Der stummelflügelige Dodo beispielsweise überlebte die Ankunft der hungrigen Siedler nicht. Er ist endgültig ausgestorben. Viele weitere Tiere sind nach wie vor gefährdet. Im Black River Gorges National Park ist der Stein der Star. Die Terre de Couleur besteht aus unbewaldeten Flächen, auf denen die Erde in verschiedensten Rot- und Brauntönen schimmert. Von der Ferne wirken die Hügel wie Sand. Es ist jedoch erkaltetes, vulkanisches Gestein. Besonders bei schräg stehender Sonne wirken die Farbenspiele fantastisch. Als wäre dieses Terrain nicht von dieser Welt. Im oxidierten Geröll dominiert die Farbe Rot. Doch wer genau hinschaut, sieht 7 verschiedene Töne. Daher auch der englische Name Seven Colored Earths. Dabei spielt natürlich auch das Tageslicht eine Rolle. In nur 1 Kilometer Entfernung weicht die steinerne Kargheit üppiger Fülle. Der Wasserfall Cascade Chamarel, der höchste in Mauritius, stürzt sich fast 100 Meter tief in ein grün bewachsenes Tal. Todesmutige Kletterer steigen für ein Bad ganz hinab. In direkter Nachbarschaft liegt das Grand Bassin, die größte und bedeutendste Tempelanlage der Hindus außerhalb Indiens. Der See soll von einem Hindu-Gott erschaffen worden sein, der versehentlich Wasser des heiligen Flusses Ganges über Mauritius verschüttete. Um die Legende zu untermauern, gossen Priester später in einer Zeremonie tatsächlich Gangeswasser in das Bassin, um letzte Zweifler zu widerlegen. Der oberste Hindu-Priester erklärt die Bedeutung des Tempels. An diesen Ort kommen Menschen aus allen Ländern, aus den verschiedensten Glaubensrichtungen und Konfessionen, um zu beten. Das ist wirklich etwas ganz Besonderes und eine Seltenheit. Toleranz wird im Hinduismus großgeschrieben.
Das fällt im Gegensatz zum Christentum oder dem Islam leicht, gibt es doch keine zentrale Instanz, die den rechten Glauben vorschreibt. Die Meinungen der Anhänger Shivas sind unterschiedlich. Selbst über die Erlösung, das Leben nach dem Tod, herrschen unterschiedliche Ansichten. Diese vermeintliche Schwäche erweist sich als große Stärke. Unter dem Dach dieses Hindu-Tempels kommen alle Menschen zusammen, die etwas auf dem Herzen haben. Ob mit Getöse oder in aller Stille, ob mit Opfergaben oder ohne. Gläubige wenden sich so, wie sie es für richtig halten, an die jeweilige Gottheit. Ein reinigendes Bad im heiligen Wasser. Steinernes Mahnmal der Sklavenzeit, der Mont Brabant, ein Ausläufer des Black River Nationalparks, ist der westlichste Punkt der Insel. Unter der französischen Herrschaft diente er als Zuflucht für entkommene Sklaven. Als die Briten die Sklaverei abschafften, sandten sie Polizei aus, um den Geflohenen die Nachricht zu überbringen. Diese glaubten an eine Strafexpedition und stürzten sich verzweifelt vom Berg. Heute sind die Strände rund um den Mont Brabant die schönsten im Südwesten und werden von Insulanern wie Touristen gleichermaßen frequentiert. Wieder einmal macht hier Mauritius Lust auf Meer. Der stete Wind, der hier besonders stark ist, lockt Wind- und Kitesurfer an. Mit dem Kite oder Lenkdrachen sind Geschwindigkeiten bis zu 80 Kilometer in der Stunde möglich. Rochester Falls sind nicht die schönsten und auch nicht die höchsten Wasserfälle der Insel. Aber eine Besonderheit gibt es dennoch. Wagemutige Einheimische stürzen sich gegen ein kleines Entgelt die 15 Meter kopfüber in die Tiefe. Viele Abschnitte der Südküste sind eher rau und weniger zum Baden geeignet. Ungestüme Wellen, die über tausende Kilometer ungebremst auf die Küste treffen, brechen sich an Felsen und Klippen aus Lavagestein. Diese Gesteinskante heißt Le Roche qui pleure, der weinende Fels, weil das Wasser wie Tränen an ihm herabfließt. Deutlich entspannter geht es an der Küste rund um Bellambre zu. Die Hotellerie hält sich hier dezent zurück und hat die Natur nicht mehr als nötig okkupiert. Die Strände des Hotels Tamassa lassen fast vergessen, dass im Hintergrund dienstbare Geister warten. Liegestühle stehen in respektvollem Abstand voneinander. Boutique-Design statt Bettenburg. Das belastet das Reisebudget etwas stärker. Der Preis garantiert aber Luft zum Atmen und einen hohen Wohlfühlwert. Ende eines Tages auf Mauritius. Das Urlaubsparadies hat viele Facetten gezeigt und ist seinem klangvollen Namen gerecht geworden. Neben den Hotelresorts und den Sandstränden, die nahezu jedes Klischee des Traumurlaubs erfüllen,
ist die Insel in vielerlei Weise ein Naturerlebnis und Heimat eines lebenslustigen Völkergemisches. Der Sonnenuntergang, auch hier ein magischer Moment. 300 Kilometer sind es zur Nachbarinsel Réunion, die sich bei klarer Luft und nur bei viel Glück zeigt.